mother. So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Repentance und wir haben genau eine Stunde Zeit, bevor ich zum Friseur muss. Und ja, es ist ein Muss. Es ist kein Will. War, hä, Winstreak minus 1? Ach so. Wenn man einmal zwischendurch gewonnen hat, geht der Winstreak direkt wieder hoch. Das heißt, wenn ich bei minus 35 bin und gewinne einmal, bin ich nicht bei minus 34. Ach so. Ah, ich hab's verstanden. Es fällt mir auch bald ein. Ja, nee, ich hab, oh mein Gott. Oh mein Gott, wir starten den Mother One mit Holy Shield. Holy Mantle. Okay. Da würde ich auch... Oh mein Gott, aber dann... Dann will ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt mir die Viecher erstellen. Aber ich muss die Viecher erstellen. Ich komme gegen das... Das ist schon wieder kritisch jetzt hier. Das ist jetzt schon wieder kritisch mit dem Viech da. Ich meine, ich kann jetzt einen Treffer... Ja, so viel dazu. Das Ding muss weg, das Ding muss weg. Geh weg! Uiu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 i. So, schnell wieder. Okay. Wir machen mal zwei. Dass wir zumindest ein Herz noch haben. Okay. Vielleicht kriege ich jetzt auch mehr gleich. Das wäre immer fantastisch. Okay, jetzt machen wir noch eins. Für den Fall, dass es eine Bad Trip-Pille ist. Okay, damit kann ich leben. So, Herzen bitte, Herzen, dann kann ich nämlich Viecher umsonst, also das heißt umsonst, dann kann ich Viecher mit gutem Gewissen generieren. Das ist das Ding. Yo, aber mit Holy Mantle zu starten ist gut. Und ich werde natürlich, wenn es jetzt ein guter One werden sollte, was ich noch nicht war, mein Gott, weiß, ich muss auf jeden Fall auf den Schlüssel achten. Für die zweite Ebene. Da muss ich auf jeden Fall drauf achten. Ja, aber wenn es jetzt sozusagen ein... Oh mein Gott. Ah, komm, wir machen es mal so. Ich lasse die mal so und mache einfach voll. Wenn es ein guter One werden sollte, dann muss ich den wahrscheinlich zwischendurch, unterbrechen. Ich habe noch gar nicht gesagt, warum ich zum Friseur muss, ne? Ich wollte eigentlich Corona-mäßig und so weiter jetzt nicht unbedingt zum Friseur rennen. Und habe gedacht, hey, kannst du auch die Maschine verwenden? Hat schon oft geklappt. Hab nicht ganz... ich war nicht so ganz konzentriert, sagen wir es so. Vielleicht war ich auch noch etwas müde. Hab die Maschine falsch gehalten und jetzt habe ich mich böse verschnitten. Und ja. Jetzt, bin ich schnell rüber zum Friseur. Der ist zum Glück bei mir gleich nebenan. Das ist sehr praktisch. Glück muss man haben. Im Notfall. Und ich wollte da nicht direkt reinlaufen, aber es ist okay. Naja, und, ne? Jetzt ist halt die Sache die. Okay, sollen wir vielleicht, ich bin gerade am Überlegen, sollen wir vielleicht doch jetzt schon wechseln? Es ist immer so ein bisschen, nein, jetzt hat er mir das Ding wieder weggenommen. Es ist immer so ein bisschen kritisch. Dann kein, okay, wir haben zwei Schlüssel, perfekt. Wir haben drei Schlüssel, perfekt. Ja, nee, dann... Dann wechseln wir auch wirklich erst nach dem zweiten Basement. Scheibenhonig. Komm her, Kollege. Wir bräuchten noch dringend eine Bombe. Vielleicht habt ihr es gesehen. Wir Hallöchen. Wir hatten Dings. An einer Stelle. Wir hatten den blauen Stein an einer Stelle. Okay, sehr gut. Ich habe aber leider keine Bombe bekommen jetzt. Ah, das ist natürlich ärgerlich, aber dann komme ich an den blauen Stein halt nicht dran. Du kannst mal hier hin sprengen. Schade. War ein Versuch.
Aber wir haben noch Möglichkeiten auf Bomben. So ist es nicht. Das ist keine Bombe. Hier gibt's nicht mal eine Bombe. Doch, da gab's eine Bombe. Lul. So, wir gehen hier schön vorsichtig vor. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Weil wenn ich schon den Notfalltermin bekomme, dann will ich da natürlich nicht zu spät auftauchen. Das ist mal ganz klar. Also da ist dann auch egal, an welcher Stelle wir sind, ist dann halt der Part zu Ende in spätestens einer Stunde. Also jetzt schon nicht mehr in spätestens einer Stunde. Aber vielleicht geht es ja auch vorher zu Ende, weil ich mich verspiele oder keine Ahnung. Oder einfach vorher Mother besiege. Das kann natürlich auch sein, Hust, Hust. Ganz bestimmt. Oh, lol. Ja, cool. Nehmen wir mit. Ja, da ist meine Bombe. Perfekt. Da ist meine Bombe. Sehr schön. Jetzt ist... es ist ein... Ja... Wir riskieren's. Oh! Das ist nicht das, was ich riskieren wollte, aber das ist auch interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, okay. Ja, okay. Damit sind wir insgesamt wieder bei einem Plus angekommen. Das ist sehr schön. Freue ich mich. Wo war... Nein, da war es nicht. Ah, das war der falsche Raum. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Raum noch hier ist. Ja, hi. Huch. Wir haben den Curse Room noch gar nicht gemacht. Siehst du mal. Dann warten wir mal kurz, ob noch irgendwelche Herzen auftauchen. Stimme. Sehr schön. Ich meine, es ist ein Speeddown dabei, aber es ist halt auch ein Damage Up. Insofern, ja. Da sehe ich mich. Ich glaube, es ist sogar ein Tears Up dabei, ne? Bin mir nicht sicher. Das verwechsel ich immer so ein bisschen. So. Aber prima. Soweit passt es doch erstmal. So können wir zum Boss gehen. Das war ein sehr gut gesetzter Block. Wobei man den vielleicht sogar so setzen kann, dass man beide auf einmal erwischt. Aber was soll's. So, gib mir bitte Herzen. Okay, perfekt. Dann können wir nämlich mit gutem Gewissen den wunderschönen Curse Room besuchen. Yo, was ist... Okay, was ist das für ein One? Wir starten mit Holy Mantle und der Black. Ich kann ja alle Curse Rooms besuchen. Ich hab ja Holy Mantle. Das macht das so viel krasser nochmal. Oh mein Gott, ja. Okay, also wir haben 6 Schlüssel. Wir werden auf jeden Fall das zweite Basement-Dings mitnehmen können. Wir gehen aber lieber über... wir gehen über Basement. Die Bosse in Dross und in Dings sind mir nicht so geheuer. Ja, dann können wir direkt hier reingehen. Ich bin ja ein Trottel. Oh mein Gott, ich kann ja alle Curse Rooms besuchen. Das komplette Spiel über. Das ist extremst stabil. Und wir haben so viele Schlüssel, wir kommen hier überall rein. Jetzt. Ein Damage Up! Was ist dieser One? Was ist das für ein Anfang? Was ist das für ein Anfang? Was ist... Haben wir Bild? Okay. Was ist das? Das ist nicht normal.
Oh Gott, ey, das ist wieder... Das ist so ein One. Wenn man den anfängt, dann will man den auf jeden Fall nicht versauen. Weil das sind so viele gute Items jetzt am Anfang, die sich kombinieren gerade. Holy moly. Das dürfen wir auf keinen Fall versauen. Durch irgendwelche dummen Fehler. Das ist ein übelst guter Start. Wir kriegen keine Flüche. Wir, ey, das ist krass. Wir haben stabiles Damage am Anfang gleich. Am Speed könnte man noch ein bisschen arbeiten. Aber dafür haben wir ja das Damage Up mitgenommen. Insofern ist... Oh, das ist jetzt wieder so eine Geschichte. Ja, du musst schon kommen. Das ist nochmal ein Damage Up. Zwar auch ein Tears Down dabei, was nicht so schön ist. Aber müssen wir halt erstmal hinnehmen. Das müssen wir erstmal hinnehmen. So, ich hätte da eine Vermutung. Schade. Hätte wirklich gut sein können. Ja, das Tears Down ist nicht so cool, aber damit kommen wir klar. Damit kommen wir klar. So, wir stabilisieren hier die roten Herzen mehr. Wir haben gesehen, Bombe kostet 3 Münzen. Könnte man auch sich überlegen. Ich könnte den Blag schon wieder einsetzen, ich weiß. Ich dachte, vielleicht kommt gleich der Bossraum, aber der kommt nicht gleich. Aber wir haben noch mehr als genug Räume, um den wieder aufzuladen. Also alles gut. Keine Hektik hier. Kein Grund zur Panik. Wir haben alles unter Kontrolle. Zum Glück ist das Trinket, was ich nicht brauche, da eingesperrt. Und alles andere konnte ich ran. Da war ich jetzt ein bisschen unsicher. Aber ja, man sieht's. Wir hätten sie schnell weggeschickt. Aber es ist in Ordnung. Es ist alles in bester Ordnung. Aber wie gesagt, also... Sobald ich... Ja, sehr schön. Noch mehr Viecher für mich. Sehr praktisch. Okay, da ist mein Bossraum. Das heißt, er kriegt gleich einen Blag ins Gesicht und dann passt die Geschichte. Coole Bombe. Möglichkeit Nummer 1. Ah, okay, zu viele Möglichkeiten. Zu viele Möglichkeiten. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Und dann Abflug hier. Ganz wichtig, dran denken, wir müssen die Schlüsseltür benutzen und dürfen nicht, ich betone, nicht den anderen Weg gehen. So. Nicht in den Satan-Deal. Und nicht die Falltür nehmen. Ganz... Ganz wichtig. So, jetzt ist alles gut.
Oh mein Gott, was ist denn los? Wie kann man so viel Glück... Was ist das für ein Run? Ich habe viel zu viel Glück, das macht mir Angst. Weil wir so einen Run ganz lange nicht mehr haben werden. So einen Run werden wir ganz lange nicht mehr haben. Das macht mir große Sorge. Ich wüsste nicht, wofür ich die Fool unbedingt brauche, deswegen nehmen wir die Soul mit. Okay, hier ist Itemraum und Shop. Das ist halt so eine Ebene, ne, wo man ganz schnell diese roten Viecher verliert, weil hier so viel Zeug immer durch die Gegend fliegt. Welcher Dings ist denn das? Welcher Kollege ist denn das? Was will der einsammeln? Das ist die Frage. Also es ist schon klar, das ist so ein Viech, was einsammelt irgendwas. Aber was sammelt er ein? Ach hier, Keybum. Collects keys, giving chests. Ich bin mir etwas unschlüssig. Nachher haben wir... Na... Lieber nicht. Lieber nicht. Oh mein Gott. Bigger Boom. Kann man mal mitnehmen. So, also das ist allerdings jetzt dann der Raum, durch den wir nochmal durch müssen. Wenn wir zum Itemraum wollen. Okay. Das müssen wir bedenken. Das ist ganz wichtig, das müssen wir bedenken. Vorsicht. Bigger Boom macht Bigger Boom. Okay, ich würde gerne die goldene Karte kaufen, wenn wir an genug Geld rankommen würden in der Ebene. Wir werden sehen, ob wir an genug Geld rankommen in der Ebene. Oh, reicht Bigger Boom für beide Feuer eigentlich hier aus? Müsste, ne? Ja, okay. Hier ist das weiße Feuer. Das ist auch gut zu wissen. Hier ist der Boss. Sehr schön. Wir sind aufgeladen. Wir können also den Boss auf jeden Fall erstmal verprügeln. Prima. Prima, in ganz viel Varia. Oh mein Gott. Wir haben keinen Hit genommen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, das rote halbe Herz da oben zu sammeln. Deswegen lassen wir das rote halbe Herz einfach rotes halbes Herz sein. Wafer! Darf ich mich wiederholen? Was ist dieser Run? Mein Gott. Wir machen hier schon mal auf. Dass ich das nicht vergesse und irgendwie Bomben plötzlich ne? Ey, was ist dieser One? Ich hab... Oh mein Gott, ich hab richtig Schiss. Der One ist mir unheimlich. Oh mein Gott, wir können gleich ganz viele Viecher erstellen. Nein, noch nicht. Jetzt kann ich erstellen. So, sehr schön. Okay.
dann gehen wir schön unten entlang, nicht in die Fliege reinrennen. Ich glaube, die Fliege würde einfach alles sofort wegreduzieren. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber wir haben immer noch nicht den Spiegel. Okay. So, das heißt, ich muss von hier aus. Durch diesen Raum, der ist nicht weiter schlimm. Der ist leer gewesen. Durch diesen Raum, das ist, glaube ich, der Anfangsraum. Der ist auch nicht schlimm. Dann war das der erste Raum, der war auch nicht weiter schlimm. Und dann kommt schon der hier. Okay, das ist der Weg, den wir schaffen müssen. Na dann, let's go. So, das ist der Anfangsraum. Da war kein Gegner, genau. Dann kommt jetzt der erste Gegnerraum. Dürfte aber kein Problem darstellen. Und dann kommt der zweite Gegnerraum. Und das war's dann schon. Dürfte auch kein Problem darstellen. Kriegen wir sogar nochmal eine schöne Truhe mit Schlüssel und Bombe. Perfekt. Dann Knife Piece 1. Und Halleluja, weg. Raus hier. Ganz, ganz schnell raus hier. Ich habe immer richtig Angst in dem Moment, wenn wir in dieser Welt sind. So, ich habe meine Herzen wieder. Alles ist schön. Okay. Dann könnten wir ja sogar noch uns um den Geheimraum kümmern. Der ist stabile Geheimraum. So. Ja, dann sprengen wir halt noch ein bisschen das Viech hier. Perfekt. Okay. Für jetzt alles zu teuer, aber... Hä? Ich dachte schon. Ich dachte, ich habe irgendeinen Bug, dass ich nicht mehr da rauskomme. Das wäre es gewesen. Aber wenn wir mal irgendwie die Möglichkeit haben, an ganz viel Geld zu kommen, dann werden wir es sinnvoll im Geheimraum des Shops nutzen können. So, raus hier. Das halbe Herz, da bleibt wirklich halbes Herz. Ich habe davor viel zu viel Angst. Muss ich einfach gestehen. Und wir gehen weiter. Ey, das ist viel zu krass, was hier abgeht. Das ist viel zu krass, was dieser One mir hier für Möglichkeiten bietet. Vor allem, es sind schon jetzt ganz viele Sachen ausgeschlossen, die mir den One versauen können. Oh, mehr Speeddown. Mehr Speeddown, aber ein starkes HP. Ah. Aber es ist ein starkes Upgrade. Wir müssen es machen. Wir müssen da durch. Es wird schon gut gehen. Es wird schon gut gehen. Wir müssen uns halt um ein Speed-Up kümmern. Ne? Das Gute ist, dadurch, dass wir Dings haben, sind ja selbst erste Treffer nicht so das Schlimmste für uns. Also wir werden diese A-Plus-Karte eine Weile behalten, hoffentlich. Was ist dieser Raum? Ich muss nur den Schalter, ne?
kritischer Raum. Okay, ein bisschen Geld. Was gäbe es denn jetzt hier im Geheim? Oh mein Gott, Mama Mega. Was gäbe es denn jetzt hier im Geheimdings? Yo. Den würde ich mir schon gönnen. 41 Münzen, kommen wir daran, ist die Frage. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Schön hier unten entlang, nicht hier hoch. So. Schön hier unten entlang. Alles easy. Ich glaube nicht, dass wir an 41 Münzen rankommen in dieser Ebene, aber hey. Okay, wir haben eine gute Gelegenheit für Dings, für den Geheimraum. Jawohl. Komm, Geld. Da kam was raus, was mir nicht so gefallen hat. Oh mein Gott. Okay, aber jetzt wird's wieder blöd, weil... Ach so, ich wollte gar nicht erstellen. Also, solange wir hier keine Stacheln haben, ist das Trinket hier nicht so geil. Aber das Trinket ist halt saugeil. Das ist halt ein saustarkes Trinket, Mann. Fuck. Okay, bitte eine Speederpille dabei. Bitte eine Speederpille dabei. Was wäre das Schlimmste? Weiß ich nicht. So viel Schlimmes gibt's eigentlich nicht mehr. Lol. Hey, wo ist meine Soul? Habe ich meine Soul irgendwo abgelegt? Ich habe meine Soul irgendwo abgelegt, kann das sein? Oh lol. Ja, da komme ich nicht ran. Ach so, ja klar, wo ich die Telepille eingesetzt habe, ist meine Soul. Logisch. Nein! Ich will ein Speed-Up. Ich bin schon viel zu langsam im Spiel. Ah, shit, die haben... Ah, der Raum hat jetzt ein bisschen reduziert. Aber wir können es verkraften. Ich würde auch sagen, es war kaum vermeidbar. Die Schere ist ein Spacebar-Item, ne? Lass mich kurz hier mal. Lose your head. When used, will cut your head from your body. Will remain standing. Fire tears. His body can't be controlled and spews. Ach, das ist das Ding. Das ist nicht das, wo der Körper angreift, ne? Das ist besser. Die Pinking Shears, genau, die Pinking Shears sind die anderen. Nee, das wollen wir nicht. Dann versuchen wir es einfach mal mit dem anderen und hoffen, dass es besser ist. Ja, wir können es ja einmal einsetzen. Es ist an sich ein gutes Item für... Ist das am Ende stärker als das? Ich meine, das ist halt für Bosse gut. Aber mit dem Yamhat könnte ich halt immer wieder generieren. Na? Oh shit, oh shit, oh shit. Das ist wieder dieses Spinnenphänomen.
Das ist... Lol. Das ist genau dieses Spinnenphänomen, was ich immer sage, ne? Eine Spinne kann so viel Schaden verursachen. Das ist unfassbar. Die einfach... Die radizieren einfach alles weg, was ich habe. Ach komm. Ach komm. Der in der Mitte war das. Der in der Mitte war... Ups, der in der Mitte war das. Den habe ich gar nicht realisiert. Das war ein dummer Raum. Was ich gerade sagen wollte, jetzt hat sich die Sache erledigt, welches Trinket das bessere ist. Wo ist es denn? Jetzt können wir das natürlich mitnehmen und sind gegen Stacheln immun. Ja, aber dumm. Das war gerade echt dumm. Ah, genau, da ist meine Soul. So, was ist das? Das ist schön. Tearsap ist schön. So, hier wieder raus. Ja, aber jetzt haben wir die Räume durch. Wir kriegen auf keinen Fall 41 Münzen zusammen. Aber was ist jetzt das bessere Item? Yamhart? Wäre halt nur in Kombination mit sowas wie Item. Ich glaube, das hier ist besser. Ich glaube, das hier ist insgesamt stärker. Damit hätte ich hier halt sofort die Dinger da unten erledigen können und hätte mir jetzt nicht hier alles Mögliche... Na, hätte hier nicht alles Mögliche verloren. Muss man auch mal dazu sagen. Das war schon nicht so gut. Ja, also... Nee, ganz ehrlich... Da bin ich schon auf Seite von dem Blag-Item. Wie lange der jetzt gedauert hätte, wenn wir den normal hätten spielen müssen, ne? Tears Up. Sehr geil. Ah ne, Range Up. Tears Size und Range Up. Ja, okay. Aber der Speed. Der Speed. Der Speed ist nicht gut. Ach, lasst mich kurz nochmal was gucken. Ja. Ziemlich sicher. Ist riskant, was ich jetzt wieder mir überlege. Aber nee. Ah! Wir gucken noch mal, was es für 15 Münzen. Ich glaube, die Mama Mega gab's, ne? Ich glaube, für 15 Münzen gab's die Mama Mega im Shop. Ich glaube, die will ich nicht. Die will ich. Natürlich will ich die nicht. Nee, ich rede Schluss. Aber auch im Sinne von. Hier war nichts mehr, ne? Nee. Aber auch im Sinne von. Der Raum war auch blöd. Aber die Spinnen, es waren wieder... Schaut mal, wie viele Viecher ich verloren habe. Das ist echt kritisch. Ja, nee. Nee. Nee, ich glaube, dann nehme ich lieber das blaue Herz einmal für 5 mit. Nein, wir versuchen... Es tut mir leid. Wir versuchen die 15 Münzen an dem Bettler und hoffen, dass er für 15 Münzen was gibt. Ansonsten können wir ja zumindest halbe Herzen an der Maschine hergeben. Zumindest halbe Herzen können wir ja hergeben. Und dann können wir immer noch gucken. Ah Mann, der Spinnenraum ärgert mich.
Der war so unnötig schlecht. Also. Sei gütig und brauch weniger als 15. Er legt los. Ein Schlüssel. Ist ja kein guter Deal. Guter Deal. Okay. Ja, dann bin ich zufrieden. Dann sprengen wir noch die Maschine hier in die Luft. Und dann gehen wir weiter. Haben wir ein bisschen Geld für den nächsten Itemraum, ist doch auch schön. So. Okay. Da können wir direkt reingehen. Okay. Du kannst... jetzt kriege ich halt den Schaden. Kann ich nicht ändern. Kann ich nicht ändern. Ist hier oben der Gang direkt? Ja, dann machen wir den schon mal frei. Die Viecher spawnen die Spinnen oder was? Wo kam der denn direkt denn jetzt wieder her? Eieieiei. So. Haben wir schon mal den ersten Schalter gedrückt. Huch. Wurde nicht alle erwischt. Schade. Ah, da ist noch einer. Mach dich weg. Ich will das nicht. Ich muss ein paar mehr Viecher erstellen, sonst kommen wir hier gar nicht klar. Aber eigentlich will ich die nur erstellen, wenn wir... Aber ich muss, weil wir halt... Oh nein, die reduzieren mir schon wieder alles hier. Das ist ja ekelhaft. Das war ja ekelhaft. Shit. Ist das die Tiersabpille? Es ist entweder die Telepilz oder die Tiersabpille. Auf jeden Fall ist es gut. Oh, das sind noch Gegner. Es sieht hier Sapille. Sehr geil. Sehr, sehr wichtig. Für sie sind die Tiers ab so, so sau wichtig. Okay, sehr schön. Erstmal wieder Energie sammeln. Ah, an die komme ich leider nicht ran. Gut, dann gehen wir den kleinen Gang und hoffen, dass er gut... Wobei, da könnte ich ja eigentlich einfach... Genau, da kann ich den hier machen. Ach, shit. Also diese Viecher, die man nicht angreifen kann, wenn sie nach unten gucken. Oh, direkt Bosskampf, okay. Und das sind wieder diese Steinspinnen, die können so einen gleichen Abflug machen. Ganz schnell. Wollen wir gar nicht erst spielen mit denen. Dann machen wir gleich den Boss... Es könnte, wenn ich mir das so angucke, erstens mal hier der Geheimraum sein. Schade. Es könnte, wenn ich mir das so angucke, der Minenfahrer-Dingstyp sein. Schauen wir mal. Yes. Wo kommst du raus? Perfekt. Oh mein Gott! Regenerationes. Sehr, sehr geil. Wir machen gleich mal die Tür auf. Oh, kann ich eigentlich? Nee, der hat trotzdem das Herz genommen, ne? Ja, also die Herz nimmt er mir trotzdem. Okay, ist in Ordnung. So, aber wir brauchen noch das zweite Messer. Dafür brauchen wir erstmal auch die Schalter. Und wir haben noch gar nicht den Itemraum. Kommt mir auch gerade.
So, da ist der zweite Schalter. Sehr schön. Jetzt können wir wieder ein bisschen generieren hier. Sehr angenehm. Oh, schlimmer Raum. Sehr gut. Mit dem ganzen Müll. Ah, so machen die das. Die spawnen die tatsächlich. Die spawnen die Drecksviecher tatsächlich. Oh Mann. Großer Raum. Es ist direkt wieder aufgeladen. Nein, die waren alle noch im Boden. Natürlich. So, geh kaputt, dann schießen die auch nicht mehr. Sehr schön. Könnte überfahren werden, ich hoffe nicht. Nein. Na, das war das Speeddown, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht mehr. Ich guck noch kurz Steine technisch. Nee, okay. Dann haben wir da oben den einen Raum noch nicht mitgenommen. Ah, der schießt. Junge! Eieieiei. Ups. So. Stimmt, wir haben ja goldene Bomben, ich Trottel. Wir haben ja goldene Bomben. Ich muss ja alles sprengen. Cool. Oh nee. Ist wieder Dreck gespawnt, der Typ hier. Okay. So, was kriegen wir für 26 Münzen aktuell? Ach, diesmal gibt's Quatsch. Das rote Ding ist doch irgendein Devil Room Item. Maw of the Void. After firing tears for 3 seconds, a red cross appears on Isaac's head that upon releasing the fire button... Ah, das ist... Das ist grundsätzlich cool. Das Problem... Genau, das Problem ist, ich muss 3 Sekunden lang den Knopf drücken. Und in der Zeit generiere ich wieder Viecher, die ich nicht generieren will. Das ist grundsätzlich cool, aber nicht für meine Zwecke. Das ist absolut nicht für meine Zwecke geeignet. Also wir haben hier diesmal nichts, was wir kaufen wollen. So, Itemraum müssen wir noch finden. Und dann werde ich nach der Ebene mal den Part beenden. Wo ist das Herz? Hier muss irgendwo ein Herz sein. Oh. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ich habe ja goldene Bomben. Also wir müssen... Deswegen werde ich auch... Na, ich brauche für die Ebene noch ein bisschen. Und ich hoffe mal... dass wir im nächsten Part nicht gleich draufgehen werden, irgendwie dann im Kolosseum oder sonst wo. Ja, wo auch immer wieder landen werden. Aber wir müssen jetzt natürlich die ganzen goldenen Bomben noch nutzen. Und damit zum Beispiel Pilze und so weiter sprengen. Das ist nicht Bumbo. Wer ist das? Da ist er.
Lil Monstro gives Isaac a small monstro familiar whose tears can't be charged and released. Jetzt wieder das Problem mit dem Charge. Der Charge ist, ich kann, wenn ich charge, dann generiere ich Viecher, das will ich nicht. Ich versuche jetzt die Bombe so zu setzen. Ja, genau, das habe ich befürchtet, aber dann nehmen wir die Chest mit. Ich wollte halt die Bombe so setzen, dass es... Naja, was soll's. Die Chest ist auch cool. Die Chest ist definitiv kein schlechtes Item. Aber halt jetzt nicht, was ich... Also, die hätte ich nochmal rerollt, wenn ich jetzt mit Münzen rerollt hätte. So, das war, was ich aussagen wollte. Sehr schön. Mehr Geld für den nächsten Shop. Auch was dieser nächste Shop dann sein wird, bleibt dann noch in den Sternen. Das werden wir in diesem Part nicht mehr erfahren. Tut mir leid. Wir werden jetzt hier noch alles durchgehen und alles sprengen und so weiter. Dann werden wir noch das letzte Knife-Piece uns holen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Das war nicht, was ich wollte. Ich hab den einfach gesprengt, den roten, ne? Aber wir brauchen dringend mehr Speed. Wir brauchen ganz dringend mehr Speed, ey. Oh, hier sind sogar Pilze. Okay, da muss ich jetzt aufpassen. Das ist die Telepilzpille. Nein, den hat's mitgenommen. Das gibt's doch nicht. Ich habe extra mich schnell nach unten bewegt. So ein Kack. Ach, ärgerlich. Oh je. Speed, Tears up. Sehr geil. Sehr wichtig. Ey, dass man mit Bomben die Viecher sprengen kann, ist echt doof. Ich dachte, das geht nicht, aber irgendwie geht's doch. Irgendwann habe ich mir mal eingebildet, dass es nicht passiert wäre. Und irgendwie passiert es aber ja doch, wie man sieht. Waren hier eigentlich Totenköpfe drin? Ja, aber nicht da, wo ich hinkomme. Okay. Hier war nichts weiter Spannendes. Hier haben wir schon, da habe ich schon gemerkt, dass ich sprengen kann. Na, ja. Jetzt kaufen wir uns auf jeden Fall noch das rote Herz, dass wir noch ein paar Viecher generieren. Wobei, nehme ich die... Ja, jetzt, das, die drei Münzen können wir jetzt auch hergeben. Aber nehme ich die eigentlich jetzt mit? Also verliere ich die dann auch bei dem... Bei dem Zwei-Messer-Kampf-Dings-Viech-Missteil. Bin mir unschlüssig. Mann, es ärgert mich jedes Mal, wenn ich alles sprenge und dann kommt nicht mal ein Qual-Space dabei rum, weil dann habe ich die ganze Zeit umsonst dafür verschwendet. Aber man weiß es halt vorher nicht. Es tut mir leid. Aber wir müssen alles sprengen. Es tut mir leid, es muss sein. Da kommt mal her, Viecher, dass ihr nicht hier gleich alle hängen bleibt irgendwo. Nein! Wieder eingesprengt. Okay, jetzt habe ich einem Schaden zugefügt. Es kommt aber auch kein Crawl Space raus, ne? Mann! Ich spreng das alles hier umsonst. Komplett nutzlos, was ich hier mache.
Okay. Großartig. So, hier haben wir schon gesprengt. Aber den Spezialgeheimraum haben wir noch nicht gefunden. Und der ist nicht da, wo er normal ist. Da kann er nicht sein. Kann er hier hinten angrenzen? Da könnte er angrenzen. Hier könnte er auch angrenzen. Okay. Da konnte er nicht sein. Da haben wir es versucht. Kann er hinter dem Ding sein? Ich glaube nicht, aber ich werde mal kurz sprengen. Einfach nur, weil ich es kann. Nein, da kann er nicht sein. Ja, wo könnte er denn jetzt noch sein? Der muss ja ganz komisch liegen. Kann er hier hoch? Ja, hier könnte das sein. Lul. Ich habe 7 Schlüssel. Ich brauche noch, wie viel Schlüssel brauche ich maximal noch? Wie viele Itemräume kriegen wir noch? Das war meine Frage. 2 Itemräume kriegen wir noch. Aber es sind eigentlich zu wenig Schlüssel, um da jetzt was rumzuopfern. Es sind eigentlich zu wenig Schlüssel, um da jetzt was rumzuopfern. Aber ich kann hier das Viech auf jeden Fall... Ich kann das Viech auf jeden Fall noch sprengen. Wir warten erstmal. Vielleicht kriegen wir noch Schlüssel, aber ich glaube es nicht. Nee, ich glaube für 7... Ach komm. Geben wir ihm mal 3 Schlüssel. Vielleicht spawnt er in der Zwischenzeit schon was Cooles. Wenn ich 3 Schlüssel jetzt verschwende, dann verschwende ich halt 3 Schlüssel. Das war doch schon mal nicht verschwendet bisher. Okay. Vielleicht so halb verschwendet. Aber er hat gespawnt, also insofern würde ich wirklich sagen, halb verschwendet, weil er hat halt was gemacht und das, was er gemacht hat, hat uns jetzt nicht so viel gebracht, aber er hat was gemacht. Ja. Okay, so. Oh, cool. Da stellen wir doch gleich noch 2 Viecher. Ich hoffe, dass ich die mitnehme. Wobei, ich hoffe nicht, dass ich die mitnehme. Weil wenn ich die mitnehme, die gehen an dem Viech kaputt, ne? Ah, nee, die werde ich jetzt verlieren. War wahrscheinlich doof, die jetzt zu erstellen. Ja, ich nehme sie mit. Oh, und wir... Ja, natürlich, stimmt. Wir haben jetzt... Ah, wir sind aber nur wieder normal... Ah, okay, wir sind zumindest wieder normal schnell. Aber, ah, die werden hier überall hängen bleiben. Oh, nee. Das wird ja... Oh, das wird total dumm. Und das Viech kann die bestimmt kaputt machen. Das Viech schnetzelt die bestimmt einfach weg. Ja, dann kann ich es nicht ändern. Ja, also sorry, dann kann ich es nicht ändern. Ich könnte aber auch gar keine neuen generieren hier. Also hier passiert es nicht, das ist schon mal gut. Hier geht die Aufladung gar nicht los. Okay, einfach raus hier, einfach raus hier. Verzieh dich. Okay, er trifft sie. Gut, er kann ihnen nichts. Sehr gut. Sehr gut, er kann ihnen nichts. Das ist sehr schön. Das freut mich, dass man da ein bisschen spielerfreundlich gedacht hat. Das freut mich tatsächlich sehr. Na, scheiße. Das ist ja doch eher ungewöhnlich. Bye, Isaac!
Scheiße. Okay, wir haben's. Ciao. Okay. Ist gar nicht so viel verloren. Das ist okay. Das ist okay. Gut. Gut, 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 gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Also mein Speeddown wird mir noch Probleme bereiten, glaube ich. Ich glaube, mein Speeddown wird mir noch Probleme bereiten, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Okay. Schauen wir, was noch mit dem Run passieren wird. Es ist ziemlich spannend, muss ich gestehen. Oh, hier können wir noch sprengen. Aber das ist jetzt wirklich Quatsch. Oh, hier können wir noch sprengen. Und vielleicht noch blaue Herzen mitnehmen. Oder getroffen werden. Beides wäre natürlich möglich. Okay, immerhin eins. Sehr schön. Gut, dann gehen wir in die nächste Ebene noch runter. Und dann schließe ich ab. Und ich muss zum Friseur. Ich hoffe, dieser Run wird uns noch ein bisschen begleiten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.